Viele Fragen, wenige Antworten. Nach der Anhörung von Facebook-Chef Zuckerberg im EU-Parlament haben sich viele Politiker enttäuscht gezeigt. Unangenehmen Fragen sei Zuckerberg ausgewichen, kritisieren die Vertreter aller Fraktionen. Das habe aber auch an dem Format der Anhörung gelegen. Denn Rückfragen an den Facebook-Chef waren nicht erlaubt. Bei dem Auftritt in Brüssel entschuldigte sich Zuckerberg erneut für den Datenskandal um Cambridge Analytica. Michael Grütz in Brüssel, Beobachter sagen, das EU-Parlament habe sich bei dieser Anhörung regelrecht blamiert. Inwiefern? Nur, das kann man durchaus so sagen, denn es war ja lediglich eine Zeit von 18.20 Uhr bis 19.30 Uhr vorgesehen gestern Abend, also das sind 70 Minuten. Und dann sah sich der Parlamentspräsident genötigt, eine längere Einleitung zu halten. Die ganzen Fraktionsvorsitzenden hielten weitschweifige Reden. Und man hatte manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere Zuckerberg so richtig mal seine Meinung geigen wollte, mit der Folge, dass über eine Stunde verging und Zuckerberg nach 10 Minuten übrig hatte. Also nur ihm den Vorwurf zu machen, dass er nicht richtig geantwortet habe, ist sicher zu kurz. Gegriffen. Immerhin haben dann einige dann noch ihm abgerungen, dass er Fragen, die offen geblieben sind, dann auch noch schriftlich beantworten würde. Was dabei rauskommt, muss man dann einfach sehen. Also es war alles zusammengenommen ein Desaster, aber das lag nicht allein an Zuckerberg, sondern vor allem am Parlament selbst. Hat die Anhörung denn überhaupt irgendwelche neuen Erkenntnisse zutage gefördert? Nun, wohlwollend betrachtet könnte man zur Kenntnis nehmen, dass er ab dem 25., also ab Freitag, dann, wenn nämlich die Datenschutzgrundverordnung, die neue, in Kraft tritt, dass Facebook die vollständig umsetzen will. Aber die Abgeordneten, die an dieser Verordnung mitgearbeitet haben, wissen natürlich auch heute schon, wie schwierig es sein wird, das alles zu kontrollieren bei einer so riesigen Krake wie Facebook. Das andere, was übrig geblieben ist, ist sicherlich eine sehr traurige Erkenntnis, die auch viele schon sicher kannten, dass Facebook eine gigantische Macht hat und dass es ganz schwierig ist, damit umzugehen. Denn mit ein paar Algorithmen kann man etwas verändern und dann kommen neue oder kommen alte Meldungen und man kann die Meinung der Leute beeinflussen. Und das ist sicher eine sehr, sehr schwierige Erkenntnis. Und keiner weiß so richtig, wie man dem zuvorkommt oder wie man dessen Herr wird. Michael Grütz aus Brüssel, herzlichen Dank.